Ja, 16 Basti. Yeah, Flair mit Reason. Godzilla ist gerade in einem Q7 Jeep am Chillen, der hat ein bisschen viel gesoffen. Ja, aber man konnte sehen, auf jeden Fall. Ja, ihr wart beide am Start hier bei Manuelsens Release Party. Ja. Wie war's? War cool? Ja, war cool. Wie gesagt, Ruhrpott ist zweites Zuhause, hab ich schon auf der Bühne gesagt. Ich kenne ja jedes Gesicht ist hier bekannt, weißt du, die Leute kennen mich und es hat Spaß. Okay. Lass mal auf dein Projekt mit Godzilla zu sprechen kommen. Ja, Südberlin Maskulin. Südberlin Maskulin, genau. Im August kommt es. Ja, habt ihr schon ein konkretes Release-Set? Ja, ja, August. Was war das? Schon bei Argo Berlin. Also bei Argo Berlin gibt es schon ein konkretes Date. Okay, alles klar. Und ja, was ich dazu sagen kann, ist auf jeden Fall wieder so Hardcore. Argo wieder Hardcore. Also ich will jetzt damit nicht sagen, dass jetzt irgendwie Argo schwul geworden ist oder so, aber die aktuelle Sido-Single zeigt so ein bisschen, glaube ich, in welche Richtung es gerade bei ihm geht und so. Ja. Und was auf jeden Fall auch eine coole Sache ist, weil ich glaube, dass es auf jeden Fall sehr Erfolg haben wird. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist nicht, also ich bin nicht Sido, weißt du, deswegen werde ich auf jeden Fall weiter meinem Style treu bleiben. Und Südberlin Maskulin, wie gesagt, Reason ist auch mit dabei bei Südberlin Maskulin mit in der Gang, aber das Album halt ist überwiegend mit mir und Silla, weil es hat sich jetzt am Ende erst so ergeben, dass er mit dabei ist. Auf wie viele Tracks bist du vertreten sein? Zwei. Ne? Zwei, ja. Okay. Aber zukünftig Projekt auf jeden Fall. Mehr. Alles klar, haben wir mehr geplant. Und wieder der Sound ist wirklich so, könnte man wieder sagen, Carlo Kuxoten-mäßig, weißt du so, weil einfach das auch so eine Sache ist, die hatte ich schon öfter vor, oder hatte ich schon länger vor, dass ich das mal wieder so machen will. Ja. Bei Fremd im eigenen Land habe ich das so ansatzweise bei einigen Songs gemacht, so bei diesen Nacht- und Nebel-Aktionen, bei den Feature-Songs war das meistens so, bei diesem Ghetto-Drama-Lifestyle. Aber jetzt so wirklich ein ganzes Album nur Ghetto, also auch wieder mit Scratches und so und alles wieder Hardcore. Also wir rappen nur über Ficken und Töten und über die schönen Sachen im Leben. Okay. Wie weit seid ihr mit dem Album? Habt ihr schon fertig aufgenommen? Ist fertig, ja. Das ist komplett mixed. Joke Elf mixes mit Bizarre. Ja. Viele Grüße an Bizarre und dann Joke Elf. Und ja, und ich gehe am Dienstag, heute ist ja Sonntag, am Dienstag gehe ich hin und höre mir das an, was die gemixt haben. Und wenn es scheiße ist, kriegen die eine Schelle. Die haben es gut gemacht, krasse Mixes und so, geiles Ding gemacht. Inhaltliche Richtung, hast du gerade schon angesprochen, geht auf jeden Fall stark in die Battle-Richtung. Ja, nicht nur Battle, einfach Street wieder. Also dieses, die Songs sind ja so West-Berlin-maskulin orientiert, weil wir hätten gern Savas auf dem Album gehabt, gern Taktus und so. Savas hat so wenig auf die Reihe bekommen, ja oder nein zu sagen, keine Ahnung, was in seinem Kopf vorgeht. War auch ein bisschen so, fuck mich auch echt ab, Taktus war cool, hat nein gesagt, so, weißt du, war cool. Savas hat so bei uns im letzten Interview auch schon gesagt, dass du gerne ein Feature mit ihm haben würdest. Das war ja noch zu meinem Album. Ja, ja, genau. Ja, mittlerweile so hatte ich das ja dann nur noch vor wegen der Südberlin-Maskulin-Sache. Okay. Einfach aus Respekt oder einfach aus diesem, wie sagt man, Zusammenhang, weißt du, einfach das zu machen. Und die Fans wollten es einfach auch, weißt du. Aber er hatte keinen Bock oder wie war es? Nee, mein Chef Speicher hat ihn kontaktiert. Ja. Also, die sind auch cool miteinander und so, die telefonieren öfter oder schreiben sich und so, SMS. Und Savas meinte irgendwie so, ja, kann er sich vorstellen oder keine Ahnung, oder hat er sich nein gesagt? Ja. Er überlegt sich das auf jeden Fall. Aber dann kam irgendwie keine Antwort mehr. Dann meinte irgendwie, ja, seine Kumpels, wie seine Gang, hat da irgendwie ein Problem, glaube ich, mit oder so. Keine Ahnung, welche Hater da in seinem Umfeld irgendwie rumspuken. Aber ich respektiere das, Alter. Wie gesagt, King of Rap und so, was soll ich da jetzt sagen. Wird Jockhead wieder einen Großteil produzieren? Alles. Alles komplett? Alles, ja. Das macht es auch, glaube ich, aus an dem Album, weil so Joker F auch so mit die besten Songs auf meinem Album gemacht hat, auf Fremd im eigenen Land, wenn es um diese Street-Sachen geht. Ja. Und das ist einfach, man glaubt mir, so unglaublich, weil das wirklich mal wieder ein Album ist, wo ich mir keinen Kopf gemacht habe. Weil es bei Fremd im eigenen Land, bei Neue Deutsche Welle, bei Trendsetter, da war dann immer so, keine Ahnung, yo, wir müssen die kommerziellen Fans erreichen, aber wir müssen auch die Underground-Fans erreichen. So. Und du hast halt das Problem in Deutschland, dass alle Hater sind, weißt du, wenn einer einen gut findet, hasst er den anderen. Und das ist auch so ein bisschen so das Phänomen bei mir, weißt du, Leute lieben Frank White, hassen Flair. Oder lieben Flair, hassen Frank White. Das heißt, Manuel ist mit am Start, Pott. Der Pott ist nicht weg, denn der Pott war nie weg. Das heißt, das ganze Ding ist jetzt auch, also Verkaufszahlen sind nicht wichtig bei dem Ding, oder wie kann man sich das vorstellen? Also natürlich sind immer wichtig, weil Kohle, Alter, ohne Moos nichts los. Ja. Aber das ist diesmal nicht darauf abgezielt, weißt du, Fremd im eigenen Land war darauf abgezielt, wirklich so breite Masse zu erreichen, viel Aufmerksamkeit zu erreichen. Ich bin jetzt irgendwie an die 40.000 verkauften Platten, so ist für mich ein riesiger Flop, weißt du, ist für mich so eine Sache, wo ich sage, Upturn, Alter, was... Ja, das sagtest du auch im letzten Interview, genau. Ja, ich wollte eigentlich Gold gehen, wollte ich Gold gehen. Alles andere aber ich sehe dann irgendwie Massiv oder Sammy oder wer hat noch sein Album rausgebracht, Savage und Azad und so, ich kenne die Verkaufszahlen von denen allen und da bin ich auch der Beste. Ja. Und dann denke ich mir, okay, ist cool. Und wie gesagt, auch Respekt an die anderen Künstler, die auch gerade jetzt weitermachen in dieser schwierigen Phase. So. Und alle, egal ob ich mit Snake und Pillard rede, egal mit wem ich rede, die sagen alle, ey, ist gerade eine harte Zeit. Ja. Und ich glaube, auf der einen Seite geht es einfach den Leuten gerade schlecht, darum können die weniger Geld ausgeben. Auf der anderen Seite geht es aber auch, glaube ich, darum, dass die Leute einfach nicht begreifen, dass wenn sie so Musik lieben und Musik hören wollen, so, dass es nicht cool ist, wenn sie diese Musik runterladen. Nicht jetzt, weil ich dann so beleidigt bin, weißt du, wenn ein Typ keine Kohle hat, soll er meine Mucke runterladen. Ja. Wenn er keine Kohle dafür hat, sich die zu kaufen, soll er die runterladen, soll er meine Mucke feiern. Habe ich ja letztens mit Jebeko, Kumpel aus Tempelhof, wir standen in Tempelhof.
Da kommen zwei Typen an, zwei Türken, so coole Jungs, Alter, so sahen gut aus, waren nett und so, kommen zu mir und sagen, hey Flair, hey yo, wie geht's denn so? Ich sag, ja, alles cool und so, war richtig aufgeregt, man hat gemerkt, richtige Fans, richtig coole Fans. Und sagen so, yo Flair, und so können wir Autogramm von haben? Ich sag, klar, gerne, warum nicht? Habt ihr denn mein Album auch, Alter? Nee, lachen aber. Ich so, warum lachen die jetzt? Nee, und freuen sich so, dass sie es nicht haben. Ich sag, cool, aber habt ihr es jetzt runtergeladen? Ja, und lachen so. Und dann denke ich mir so, ey, Moment mal, wenn du jetzt die Scheiße runterlädst, dann habt ihr wenigstens ein schlechtes Gewissen. Seid doch, weißt du, wenn ich jemanden abziehe oder wenn ich jemanden ausraube, dann habe ich auch ein schlechtes Gewissen. Weil ich dann denke, Mann, Alter, okay, ich bin kriminell gewesen, ja. Und in dem Augenblick denke ich mir so, Mann, jetzt auch, weißt du, kriminell hin oder her, oder ob es gut ist oder schlecht, Mann, scheiß drauf. Aber ich sag dir nur, die kommen zu mir, wollen ein Autogramm, das heißt, sie wollen was von mir. Ey, dann gib doch 15 Euro aus. Ja. Was ist los mit dir? Bist du so ein Opfer? Bist du so broke, Alter? Ja, du hattest mal eine Art Kopfgeld ausgesetzt auf hier, ich glaube, den Betreiber von 3DL.am. Genau, ja. Ist da irgendwas rausgekommen? Ja, ey, übertrieben viele Leute haben mir geschrieben, ey, der ist da und da, der wohnt da und da und die richtige Adresse von dem ist die und die, aber das ist auch nicht meine Ambition, dann den Typen zu ficken. So. Es geht gar nicht um die Typen, die das ins Bett stellen. Ja, es geht um die Download-Geschichte. Genau, okay. Ich will gar nicht den Typen ficken, diesen Hurensohn, der meine CD nimmt und ins Netz stellt, sondern ich will einfach nur den Leuten sagen, ey, wenn ihr runterladen wollt, ladet runter. Wenn ihr keine Kohle habt. Aber Leute, Alter, wenn ihr wirklich einen Song feiert, wenn ihr wirklich ein Album feiert, dann kauft euch das doch. Was ist los mit euch? Weißt du, darum geht's mir nur. Ich kaufe mir auch die Platten, Alter, keiner Curtis, habe ich gefeiert. Ich kaufe Curtis. Dann habe ich Curtis einmal verloren, kaufe ich mir nochmal Curtis. Okay. Ja, so, weil das ist für mich so eine Prinzipsache, weißt du, was ich meine? Und auch deutsche Rap-Alben, Alter. Azad Blockschrift habe ich mir zwar nicht gekauft, aber habe ich mir auch von Neffi geholt, weißt du so? Habe ich gesagt, Neffi, gib mal Blockschrift, ich will das mal hören und so. Und da habe ich auch nicht gesagt, ja, ich lade mir das jetzt runter. Das ist einfach ein Zeichen von Wertschätzung, Alter. Ja. Es hat gar nichts mit mir als Flair zu tun oder gar nichts mit Azad oder mit Savas oder mit dem. Hat was damit zu tun, ey, wenn du was gut findest, Dicker, dann halt es in deiner Hand, weißt du? Ja. Also Musik ist auf jeden Fall Kultur und Kultur hat seinen Preis, kann man sagen. Das ist, Musik ist auch ein Job, Alter. Das müssen die Leute auch verstehen. Ja, klar, das ist eine andere Geschichte, auf jeden Fall. Das ist wie, wenn jemand Immobilienmakler ist oder jemand auch einen anderen Job macht. Ja. Die Leute wollen auch Geld verdienen. Und weißt du, wenn die Leute nicht noch CDs kaufen, am Ende des Tages können wir auch keine Musik irgendwann mehr machen, weil wir nichts damit verdienen, Alter. Das ist kein Hobby, das ist ein Job. Weißt du, auf jeden Fall hat er recht, bei mir kann man auch so sagen, bei mir ist Jammern auf hohem Niveau, weißt du, ich verkaufe 50.000 Platten, sag, ah, Kacke und so, Dicker, ich habe trotzdem 5.000 Euro, weißt du, das ist jetzt so. Ja, genau, das ist halt auch das Ding, weißt du, dass viele wahrscheinlich denken, ey, jeder, der irgendwie eine CD rausbringt, verdient sowieso so viel Kohle. Ja, aber da will ich den Leuten erklären, es geht jetzt auch gerade nicht nur um mich, also, ich sage dir ganz im Ernst, was die Leute auch begreifen müssen, wenn du ein teures Video drehst für 60.000 Euro, Dicker, dann gibst du auch eine Menge Geld aus. Und du machst das Video dann auch für die Fans und auch für MTV. Und dann sagt MTV zu mir, nee, wir wollen dein Video nicht nehmen. Und das sind alles viele Probleme. Aber mir geht es jetzt nicht nur um mich, sondern ich sage ganz im Ernst, ey, guck mal hier, Manuelsen, Snake on Pillard, alle, die heute hier waren, Frauenarzt, Reason, Bastard und Hengst, Boogie, die verkaufen alle im Schnitt, wenn die Glück haben, 10.000 Platten. Wenn die gut waren, zu den guten Zeiten so. Was verkaufen die jetzt? 1.000, 2.000? Was machen die an der Platte? Wenn die Independent rausbringen, machen die maximal 6, 7 Euro an der Platte. Na rechne mal, was das ist bei 2.000 Dingern. Aber die arbeiten noch an der Platte ein Dreivierteljahr. Das heißt, du kannst im Endeffekt dich auch wieder an dein Fließband stellen, Alter, so und, keine Ahnung, oder bei Kaisers an der Kasse arbeiten so und dann hast du sogar weniger Stress, weil die Leute werden noch auf der Straße abgestochen. Und der Respekt muss einfach da sein. Leute müssen dann wenigstens so den Respekt geben für die Musik und auch für diesen, keine Ahnung, Alter, für die Kunst, Alter. Weißt du, kann nicht jeder rappen, kann nicht jeder wie wir rappen, so. Geht nicht. Hast du oder habt ihr eine Idee, wie man das eventuell wieder in richtige Bahn lenken könnte? Ganz ehrlich. Das machen könnte? Ich bin oder so ist okay. Einfach durch diese ganze Internetgeschichte der Zug schon abgefahren? Das ist so behindert, da jetzt irgendwas zu quatschen. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, ey, fick den 3.dl.m-Typen. Nein, er soll es weitermachen. Er soll diese Filme, diese Videos, diese Songs, alles uploaden, Alter. Ja, weil damals, wo die Leute zu mir gesagt haben, ey, Flair, besprüh keine Züge, das ist illegal, da habe ich es erst recht gemacht. Ja. Es geht nicht darum. Ich will den Leuten nur sagen, Alter, ey, ihr seid Opfer, wenn ihr das macht. Ihr seid Opfer, wenn ihr runterladet, seid ihr nicht cool, Alter. Ja? Und nicht, weil ich das sage und nicht, weil es um meine Platte geht, sondern ich sage dir, ey, du hörst Musik von jemandem. Ja. Dicker Mann, wenn du was von jemandem hörst, Alter, dann gib ihm doch wenigstens die 10 Euro, die 15 Euro. Okay. Weil am Ende glaube ich, am Ende so hat es für die Künstler, die independent sind oder die Künstler, die so um die 10.000 Platten verkauft haben, wird es ganz schlimm. Mhm. Das ist ganz schlimm, Alter. Das ist verkackt, Alter. Wie gesagt, das ist ein Job. Ich gehe auch nicht zu Kaisers und laufe dann mit einer Waffe rein und klaue Sachen, weißt du, was ich meine? Das ist ja noch geiler. Weißt du, wenn du jemanden was klaust, wenn du jemanden abziehst mit einer Knarre, dann stehst du dann noch vor ihm und sagst, ey, gib mal her. Ja, das ist ein persönliches Ding. Ist ein männliches Ding. Du gehst hin und sagst, ey, gib mal jetzt dein Portemonnaie. Aber das, was die machen, so downloaden, ist ja dieses, ey, guck mal, er ist weg und so, komm, ey, lass mal schnell das Portemonnaie nehmen und wegrennen. Das ist ja schwul. Wenn es einer von meinen Jungs machen würde, ey, was ist mit dir los? Da schämst du dich nicht. Darum geht's. Okay. Ja, kommen wir mal wieder auf das Album zu sprechen. Wie wird es featuremäßig aussehen? Also Reason ist auf jeden Fall drauf, King Orgasmus ist drauf, Frauenarzt ist drauf,
Und sonst war es das. Okay. Sonst nur Beko aus Tempelhof, der das Intro macht. Wie kam es überhaupt dazu, dass ihr gesagt habt, ey, wir wollen zusammen jetzt ein Album aufnehmen? Die Chemie hat einfach gepasst. Okay. Das hört man bestimmt doch an den Songs bei Fremdem genannt, dass da einfach alles passt. Weil die Leute nicht rappen, da haben wir einfach gemerkt, das ist Gangster, das passt. Das ist so krasse Atmosphäre, der Typ ist übertalentiert, ja, und deswegen. Wie kann man sich die Arbeitsweise vorstellen bei dem Ding? Also hast du aufgrund deines Status schon eher so die Chefposition eingenommen oder war es eine gleichberechtigte? Definitiv. Ich sag, Alter, ey, der Song wird genommen, der nicht, na klar. Okay. Also da ist, braucht man jetzt auch nicht so tun, als wenn es jetzt so keine Rolle spielen würde, was ich erreicht habe und so. Ja. Aber ich respektiere Godzilla genauso krass, wie er mich respektiert, alleine wegen dem Rap. Er würde nicht so rappen, wenn ich damals nicht so gerappt hätte, und ich würde wieder jetzt nicht so rappen, wenn er nicht so rappen würde. Okay. Es ist dieser Kreis, den wir... Also habt ihr auf jeden Fall voneinander gelernt auch, während des Albumprozesses? Definitiv, ja. Also viel, ich habe so stimmungsmäßig viel von ihm gelernt. Er hat krasse Vibes und so, gerade wenn es um Battle-Songs geht und so. Wie gesagt, und er ist auch hungrig und so, man merkt es, Alter, egal wie besoffen er ist, egal wie abgefuckt er ist, so, er rappt immer seinen Song, weißt du, ich meine, das ist bei mir genauso. Okay. Bei ihm auch. Das Album wird über Agro erscheinen? Auf jeden Fall. Okay. Die sind gerade noch am Quatschen, Universal macht wahrscheinlich den Vertrieb, aber also das Album ist deswegen so Ghetto, weißt du, so Hardcore, dass Universal gesagt hat, ey, krass, Alter, so, wir können da jetzt nicht Jamba-mäßig und kommerziell-mäßig was rausschlagen. Ich sehe das ein bisschen anders so, ich habe jetzt nächste Woche ein Meeting, ich quatsch mal mit denen, ob wir da nicht vielleicht doch das ein bisschen größer aufziehen, weil ich denke, wir haben da ein paar Singles, die krass sind. Ja. Müssen wir mal gucken, aber okay. Ich bin entspannt, Alter. Wie gesagt, in erster Linie ist es für die Hardcore-Fans. Ja. Habt ihr schon eine Single gepickt? Ja, wir haben ein Video schon gedreht. Habt ihr schon gedreht? Okay. Aber es ist dieses ist was fürs Internet. Also die richtige, okay, richtige Single so für MTV oder fürs Fernsehen, die haben wir noch nicht. Alles klar. Es gab irgendwann mal Gerüchte, dass Godzilla eventuell bei Agro sein würde. Ist da was dran? Klar, also Gerüchte, an jedem Gerücht ist was dran, aber er hat es noch nicht gemacht. Aber was könnte passieren? Ja, kann alles passieren. Da kann auch sein, dass ich morgen, keine Ahnung, Alter, vom Zug überfahren werde. Weil, also da sind wir noch nicht konkret irgendwie konkreter geworden. Ist alles entspannt. Okay. Wird es von deinem letzten Album noch eine Single geben? Eine dritte? Nee. Wie gesagt, ist komplett gelaufen. Ich schieb ein bisschen abtüren. So. Ich habe jetzt wirklich 60.000 Euro für die erste Single ausgegeben, 20.000 für die zweite Single, 80.000 Euro ausgegeben. Das Geld muss erstmal reinkommen. Mhm. Und jetzt noch ein Video drehen und so. Ist jetzt so, ist nicht lukrativ so. Ich mache lieber die nächste Platte, mache das nächste Album Ende des Jahres, will ich mein nächstes Soloalbum bringen. Eventuell kommt dann auch die nächste Ansage Ende des Jahres. Aber es sind alles wieder, kennst du ja Agro Berlin, wir sind ja sehr flexibel. Habt ihr schon gearbeitet? Zum Beispiel an einer Ansage oder du an deinem Album? Wir hatten ja schon vor einem Jahr. Also wir hatten ja schon bevor Sido an seinem Album gearbeitet hat und ich an meinem Album gearbeitet habe, haben wir schon Songs gemacht für die Ansage. Also da ist eine Menge am Start. Ist halt nur noch nicht so die Frage, also es ist nur noch nicht klar, in welche Richtung es geht, wann es genau rauskommt, aber das wird alles jetzt demnächst rauskommen. Okay. Ein Ding noch, was ich dich fragen wollte, hörst du dir eigentlich noch Disses aus dem Erstguter Junge Camp an? Ja, da kam in letzter Zeit ja wieder ein bisschen was. Was kam denn? Saad kam auf jeden Fall. Hab ich gehört? Ja. Hab ich gehört, ja. K1 kam auch irgendwie. Echt, ja? Auf seinem Album oder jetzt nochmal ins Internet? Ich weiß nicht genau. Wie erstmal? Nee. Oder? Interview geht vor, Arbeit geht vor. Alles klar. K1 hat, glaube ich, ein bisschen was rausgelassen. Ich glaube im Interview, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, cool. Guck mal, das Ding ist, Babassat, das habe ich gehört, ganz im Ernst, wenn der Diss gut wäre, ich würde dann jetzt auch sagen, Babassat, guter Track, weißt du. Babassat ist ein guter Rapper, aber er soll sich nicht mit Bushido brüsten, weißt du, er soll nicht sagen, guck mal, Flair, bla bla bla, ich habe eine Golden, ich habe dies, das, weil ohne Bushido wäre er nix. Mhm. Ich meine so, ich habe bewiesen, dass ich auch ohne Bushido was sein kann. Mhm. Nachdem ich mich von Bushido getrennt habe, beziehungsweise wir beide miteinander nicht mehr klarkamen, habe ich Neue Deutsche Welle gemacht. Und meine Platte war erfolgreicher als Bushido seine Platte. Ja. Das heißt so, wenn er jetzt kommt mit Sachen so, dann, wenn er mich battlen will, dann soll er doch, weißt du, soll er doch auch bei seinem Part bleiben. Er soll seinen Business-Part machen, so, weil er ist der Co-Rapper von Bushido. Mhm. Und wenn Bushido Shakusa holt oder K1 holt, dann ist er nicht mal mehr der Backup-Rapper von Bushido. Ja. Deswegen so, er macht sein Ding, Alter, so, er soll aber auch so ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Er soll nicht übertreiben, weißt du, mit diesem, ich ficke alles in Hurensöhne und alle. Dies, das, so, weißt du, das habe ich nie gemacht, so. Und und K1, keine Ahnung, ganz im Ernst, das sind so Sachen, so, wenn die wenigstens gut wären, die Disses, dann würde ich mir das auch anhören und würde dann sagen, okay, ich muss jetzt darauf antworten. Aber wie gesagt, das ist eigentlich alles Pillepalle in meinen Augen. Okay. Es gab in der Zeit, in der die Attacken auf dich eben passiert sind und auch Bushido und so weiter, gab es viele Diskussionen auf jeden Fall, was insgesamt mit Deutschrap geht, warum das alles in die gewalttätige Richtung geht und so weiter. Ja. Glaubst du, dass man da irgendwie entgegenwirken kann? Oder siehst du das gar nicht als so problematisch? Ich sehe das in dem Fall problematisch, dass die Rapper, und da bin ich auch mit betroffen, die müssen einfach ein bisschen mehr klarkommen. Okay. Weil wir ficken uns selber. Erstens sticht der eine Rapper den anderen ab, obwohl wir dieselben Probleme haben. Ich weiß ganz genau, wenn ich mit Babassat chillen würde, wir wären cool miteinander. Okay. Es ist immer so, weißt du, Godzilla hat mit Saad gechillt, ich habe mit Bushido gechillt. Ja. Weißt du, wir sind alle gleich, wir sind alle Rapper, wir wollen alle mit Rap Geld verdienen. So, das ist so hängen geblieben, dass er mich disst.
So, und es ist auch hängen geblieben, dass ich Bushido gedisst habe. Und darum habe ich dann auch irgendwann gesagt, jetzt ist vorbei. Ja. Und gerade wenn es um Gewalt geht, jetzt ist vorbei, Alter. Bushido hatte ein Bravo-Interview mit der Hip-Hop, ich auch, Alter. Bei Hip-Hop-Bravo habe ich auch mal ein Interview gegeben, meinte, ey, ist vorbei und so. Wie gesagt, wenn jetzt so Beef weiterhin stattfindet, dann können wir das gerne so unter Rappern austragen. Aber nicht, weil ich mir dann sage, oh, ich will keine Gewalt. Oder dann sage, ey, Gewalt ist nicht cool. Es geht in erster Linie darum, dass wir uns peinlich machen vor den Leuten. Okay. Weißt du, wir machen uns alle peinlich so. Ich meine, jeder weiß, ich kann gut battlen. Ich könnte jetzt auch einen Track gegen Babassat machen, ich würde ihn burnen. Weiß er selber. Weil er rappt auch nur so, weil ich damals so gerappt habe. Ja, und, aber ich mache mich dann peinlich. Gar nicht wegen irgendeinem anderen Namen, sondern ich mache mich peinlich vor den Leuten im Fernsehen. Wenn die normalen Leute, wenn ein erwachsener Mensch MTV guckt und er sieht, Savage battled Echo, Flair battled Saad, Bushido, dies, das, die lachen uns aus. Okay. Die lachen uns aus. Und darum kauft auch kein 30-Jähriger oder 40-Jähriger eine Platte bei Saturn, geht rein, nimmt sich eine Stunde Zeit und kauft unsere Platte, weil er sagt, die sind behindert. Die sind hängen geblieben. Und wenn jetzt morgen mich wieder ein Rapper disst und sagt, Flair ist ein Hurensohn, dann weißt du, was ich dann sage? Der ist hängen geblieben. Der macht das, was ich vor 10 Jahren gemacht habe. Hängen geblieben. Das zieht nicht mehr so. Damit machst du keine Welle mehr so. Du machst jetzt Welle, wenn du Hits hast. Ja. Weißt du, wenn du richtig so krasse Tracks hast, Alter, wenn du eine Hit-Maxi hast, eine kommerzielle Single, wenn du ein Typ bist, der Ausstrahlung hat, dann machst du Geld und dann fickst du alle. So fickst du alle. Ja, und das hat Bushido bewiesen, hat Sido bewiesen. Habe ich damals auch bewiesen mit einem Hit. Und nicht mit, ich ficke den, der fickt dies, wir ficken uns alle, das ist alles von euch. Leute müssen verstehen, dass es Musik ist, Alter. Am Ende des Tages, weißt du, was ich meine? Hast du schon mal einen Popsänger gesehen, der einen anderen Popsänger abgestochen hat? Ja, ist ein reines Hip-Hop-Ding, klar. Weißt du, was ich meine? Ja, liegt halt auch daran, dass Hip-Hop eben einen anderen Hintergrund hat. Noch nicht mal das, Rockmusik und Heavy Metal ist noch aggressiver. Ja, Mann. Weißt du, was ich meine? Und hörst du da oft Sachen, dass einer abgestochen hat oder weiß ich was? Weißt du, was ich meine? Die Leute sind hängen geblieben. Die müssen mal verstehen, dass es Musik ist. Also wenn, dann Beef eher über die musikalische. Am Ende des Tages, wenn es einen Grund gibt, Jo, das geht. Wenn es einen Grund gibt, wenn wirklich einer mit einem anderen ein Problem hat, dann sollen sie sich ficken mit Wörtern, bis sie am Boden liegen. Ist mir egal. Ja. Ja? Aber es geht gar nicht darum, ich will jetzt gar nicht sagen, ey, du anderer Rapper, diss mich nicht mehr. Man disst mich alle, kommt. Alle sollen mich dissen. Weil die ficken sich damit selber. Weil Leute gucken dann auf die und sagen, guck mal, was ist mit wem schon wieder los? Ganz im Ernst, ich muss hart nicht dissen. Der hat sich selber gedisst. Er hat sich selber gedisst. Und das ist das Ding, Alter. So, er kommt am Ende, seine Karriere ist vorbei. Warum denn? Nicht wegen Savage, wegen das Urteil. Er selber hat übertrieben. Er hat einen krassen Song gemacht, wie der hieß das Urteil, oder der von Echo hieß Abrechnung. Übersong. Aber danach wäre gut gewesen. Danach hätte er auch Dings machen können. Ich bin König von Deutschland, EKO, ich habe es drauf. Die Frage ist nur, ob sie es gerade verkauft. Das waren Hits damals. Ja. Ich hab's gesehen, ich hab den Kacke, der ist im Fernsehen. Der macht gerade Geld mit Rap. Und das ist das Ding so, man muss einfach gute Musik machen. Alles klar. Okay, Reason, kommen wir kurz zu dir. Du hast jetzt ein Album rausgebracht über MySpace, so exklusiv zum Download. Kannst du ein paar Geschichten dazu sagen? Ja, Straßenpolitik, das war eigentlich so ein Ding, was ich über Mörderbass gemacht habe. Größtenteils mit Gino zusammen. Ja. Und am Ende des Tages war halt mit dem Label viel Problematik und so. Die Tracks sind alt geworden, Hengst, sein Album wurde immer wieder verschoben. Ja. So. Dadurch wurde unser Song nach hinten verschoben und dann haben wir irgendwann gesagt, so, hat keinen Sinn, weißt du, was ich meine? Okay. So die Dinger noch rauszubringen, weil die für mich auch veraltet waren. Ich habe gesagt, die Dinger sind trotzdem noch gut genug, um die an die Masse zu bringen. Und von daher habe ich dann am Ende gesagt, okay, Alter, ich mache das Ding ins Internet, gebe es den Leuten umsonst. Wollte diesen Effekt haben, diesen Jojo-Effekt, dass die Leute sagen, oh krass, das Album ist übertrieben krass. Was macht er denn für ein richtiges Album? Und genau das habe ich erreicht. So am Ende des Tages, ich habe eine positive Resonanz gekriegt. Und mit dem Feedback bist du auf jeden Fall zufrieden? Auf jeden Fall, Alter. Okay. Ich habe für Newcomer überkrass. So, weißt du, ich habe so an sich Downloads, ich glaube, was ich zählen konnte, waren 20.000 bis 25.000 Downloads. Okay. Das heißt, für No-Name so, ist es sehr gut. Das heißt, die Leute, die ich gar nicht zählen konnte, Alter, ich weiß gar nicht, wie viele da nochmal zukommen, weil es 10.000 Leute sind, die es auch nochmal verschickt haben, bestimmt. Auf jeden Fall bin ich zufrieden, so, Alter. Und jetzt geht's nur bergauf. Okay, was kann man in Zukunft erwarten? Also, du bist jetzt auf jeden Fall bei Südberlin maskulin mit am Start, so? Auf jeden Fall. Ansonsten, ganz Solo-Album jetzt? Solo-Album mache ich auf jeden Fall noch in Zukunft jetzt. Ich bin jetzt langsam. Ich habe immer eine Überlegung. Ich mache jetzt auf jeden Fall Dinger so. Ja? Und mal gucken, Alter. Wie gesagt, immer arbeiten. Ist Solo-Album schon geplant. Der Rest ist Geschichte, ist immer noch aktuell, der Titel. So wird es heißen auf jeden Fall. Und ja, Alter, ich denke mal nicht so sehr irgendwann wird es. Wie gesagt, jetzt mit dem Südberlin maskulinen Ding erstmal durchziehen. Dann ist Flair sein Album Priorität, weißt du, dass wir daran arbeiten, alle, Alter. Dann, was haben wir geplant? Mixtape, ne? Mixtape wollen wir eventuell machen. So. Aber wie gesagt, man muss jetzt auch erstmal gucken, wie sich der Markt entwickelt, weißt du. Ich werde sehen, wie Südberlin maskulin sich verkauft. Ich bin auch Manuels in seinem nächsten Album, bin ich auch mal drauf. Mixtape aber nicht, wa? Nee. Nächstes Mal.
wie gesagt, heute war eine coole Sache, weißt du, wir waren heute im Port, Berlin war im Port, Alter, und alle sind da und das ist eine coole Sache, die kommen alle miteinander klar. Wenn die Kamera jetzt nach da schwenken könnte, dann würde die auch einen Haufen Araber und einen Haufen Türken sehen und einen Haufen Rapper, ja, und die würden sehen, dass hier kein Abschnitt so und der Kuchen ist zu klein, dass man, Alter, jetzt, Alter, weißt du, was ich meine, so sich so krass den Kopf fängt, Alter, der Kuchen ist zu klein für die Leute, also die müssen eigentlich alle mehr zusammenhalten, jeder muss sie nachher pushen, das machen wir, haben wir heute gemacht. Gute Sache. Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Fazit für den Abend. Yeah. Habt ihr ansonsten noch letzte Worte, bevor wir gleich noch mal zu kurz zu dir kommen? Willst du noch mal? Wie gesagt, Kauf Südberlin maskulin, bleibt am Leben. Ja. Reason ist am Start, Godzilla ist am Start, draußen im Auto ist besoffen, Komat. Wie gesagt, danke an 16 Bars. Geht auf flair.de, geht auf agroberlin.de. Viele Grüße, Dankeschön. Alles klar.